Bitte sehr. Danke sehr. Bitte. Bitte schön. Jetzt sehen Sie bitte, dieser Wein kommt schon aus unserem neuen Bochdienstgebäude. Wir haben die Anlage am 7. September diesen Jahres in Betrieb genommen und morgen wird sie nun eingeweiht. Zum Wohle? Zum Wohle. Die Deutsche Lufthansa übergibt morgen Vormittag auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen ihr Borddienstgebäude seiner Bestimmung. Es ist die modernste Anlage ihrer Art in Europa. Der Service in den Flugzeugen bedingt entsprechende Anlagen am Boden, in denen die Verpflegung für die Passagiere und die Ausrüstung der Kabinen hergerichtet, gelagert und verteilt werden. Das Borddienstgebäude Frankfurt ist eine solche Zentralstelle für den größten Teil des Streckennetzes der Deutschen Fluggesellschaft. Alle für den Boden- und Borddienst notwendigen Abteilungen sind hier zusammengefasst. Im Kellergeschoss lagern alle Arten von Waren, von der Konservendose bis zum Kopfkissen. Eigene Wäscherei und chemische Reinigung sind auch hier untergebracht. Hier wacht das Auge des Gesetzes. Nur für Transatlantikflüge werden zollfreie Spirituosen und Zigaretten ausgegeben. Noch ein Blick in das Wäschelager und dann nach oben ins Reich der kulinarischen Genüsse. Unsere tägliche Produktion beträgt 3.500 bis 4.000 Portionen. Wir hoffen, dass wir unsere Produktion bis 1961 auf 10.000 Portionen pro Tag steigern können. Chefkoch Edmund Dittler sprach von einer Produktion. Nun, die Küche ist immerhin 2200 Quadratmeter groß. Aber es wird doch mit viel Liebe gekocht. Bis zu 40 Flüge sind innerhalb 24 Stunden zu versorgen. Die Meldungen über Zahl und Zusammensetzung der Mahlzeiten werden entsprechend der Buchungslage bis kurz vor dem Start des Flugzeuges laufend korrigiert. Hinzu kommt noch die Deep-Frozen-Küche. Auf dem Laufband werden die kompletten Mahlzeiten in kleine Schalen gefüllt, mit Metallfolie abgedeckt und dann in den Tiefkühlraum gefahren. Hier werden die Speisen bei minus 40 Grad fast augenblicklich gefroren und behalten so Geschmack und Nährwert. Bei minus 18 Grad lassen sich die fertigen Gerichte fast unbegrenzt lagern, um nach Bedarf an die eigenen Außenstationen in der ganzen Welt verschickt zu werden. Außerdem werden auch noch mehrere fremde Fluggesellschaften mit Verpflegung aus Frankfurt versorgt. Die eigene Metzgerei ist fast eine Selbstverständlichkeit. Wurst wird selbst gemacht und auch alle Räucherpfannen. Die Bäckerei hat etwa 10.000 Brötchen pro Tag zu liefern. Eine imponierende Zahl. In der Konditorei sind die Künstler am Werk. Eine Superstar-Eisbombe wird verziert. Der Bedarf an Kuchen und Gebäck für das gesamte Streckennetz wird hier hergestellt. In der kalten Küche werden Sandwiches sowie die verschiedensten Gabelbissen und Vorspeisen zusammengestellt.
Eine kleine Auswahl zur Anregung des Appetits. Die von den einzelnen Abteilungen fertiggestellten Mahlzeiten werden auf einem Tablett angerichtet und in die Flugzeugbehälter gelegt, die je nach Verwendungszweck mit Eis gefüllt oder beheizbar sind. Der Bedarf für einen bestimmten Flug ist auf dem Wagen zusammengestellt. Der Checkmeister hat geprüft und die Verladung zur Maschine ist freigegeben. Die Super Constellation steht zum Transatlantikflug bereit. Nach genau ausgeklügeltem Plan verstaut der Lademeister die Behälter in der kleinen Bordküche. Stellen Sie sich vor, Ihre Stewardess serviert Ihnen auch zwischen Buenos Aires und Rio de Janeiro ein typisch deutsches Nationalgericht, wie beispielsweise hier Kartoffelklöße. Bitte sehr. Die Lufthansa-eingefrorenen Mahlzeiten werden auch auf viele, viele Außenstationen, wie beispielsweise Rio de Janeiro, Dakar oder Buenos Aires oder Teheran, ausgelagert. Und alles kommt aus Frankfurt? Selbstverständlich, alles kommt aus Frankfurt. Recht guten Appetit. Dankeschön.